Alles klar, jetzt haben wir diese merkwürdige Notiz bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir damit anfangen können. Also schauen wir mal in unser Festbuch. Wo waren das? Ehe und Aufträge, genau. Steht denn hier irgendwas, was wir als nächstes machen können? Bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor. Ich nehme an, das ist das. Trifft Deke. Oh, okay, wir müssen also Deke treffen, um das mit dem Schnappsack zu machen. Also ich hatte, wir hatten ja diese Eulenpost bekommen, wo gesagt wurde, irgendwas mit Tierwesen. Was steht denn hier? Deke will mir zeigen, wie ich mit dem Schnappsack magische Tierwesen retten kann. Ui. Dann brauchen wir also Tierwesen, um mit der Main Story voranzukommen. Hey, vielleicht können wir uns ja ein kleines Haustier fangen. Oder das Vertrauen gewinnen. Ich möchte nicht unbedingt ein Tier fangen und dann dazu zwingen, unser Haustier zu sein. Das wird schon nicht dabei sein. Aber dann könnten wir in den verbotenen Wald gehen danach und sehen, was wir so bekommen. Da waren ja auf der Map ab und zu mal so kleine Bildchen, Icons abgebildet. Das sah aus, als ob das Tierwesen sein würden. Genau wie das eine Mal, als wir im verbotenen Wald waren. Da war ja diese Lagerstätte. Und da hat unser Charakter irgendwas gesagt mit, jetzt können die Tierwesen in Ruhe leben. Und da waren auch Käfige und so. Wir hatten keine gesehen. Aber wahrscheinlich sehen wir sie jetzt. Wir hatten ja den Unterricht. Vielleicht sehen wir, wie hießen nochmal diese Dinge mit der langen Zunge, vor dem der eine Angst hatte? Knuffelmuffs oder so? Vielleicht können wir so einen hier fangen. Die sehen niedlich aus. Sehen ein bisschen aus wie Jemand hat diese mir kleinen ein Buch Spielzeuge, die man damals gegeben. immer holen konnte. Was ist das hier? Ich könnte all meine Hallo? Gallionen. Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Oh, was ein Kennst du vielleicht Zufall. Tara Deanna Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Ach, wirklich? Sie klingt faszinierend, klingt nicht sehr beeindruckend. Klingt nicht sehr beeindruckend. Doch, klingt faszinierend, nehme ich mal an. Depulso-Meisterin aller Zeiten. Wer weiß, was sie gemacht hat. Erzähl uns mehr. Interessant. Erstaunlich, dass ich noch nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert wie Herodiana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerker, Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Herodianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Klar, warum nicht? Was hat denn Herodiana Brian getan? Wie konnte Herodiana Byrne denn mit Depulso Oh, berühmt Byrne, nicht werden? Brian. Einst Boah, wie habe ich rettete Brian sie daraus gelesen? Waisenkinder vor einem wilden Grabhorn, das sie über Stonehenge verbannte, im Süden Englands. Einmal hat sie einen zudringlichen schwarzen Magier bis nach Durmstrang verbannt. Aus den Alpen. Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Und was ist mit ihr passiert? Was ist denn mit Herodiana Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit. Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher. Also die Lehrer dürfen einfach ihre eigenen Hallen bauen, so wie sie wollen. Einfach hier ein geheimer Raum und da einer. Können wir auch irgendwann einen bauen? So als Schülerin, das wäre witzig. Sag mir, wo ich hin muss. Ich sehe mal, was ich tun kann. Geh einfach zur Halle von Herodiana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ach, die hat eine Dort eigene findest du Halle? einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Herodianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich etwas finde. Das werden wir dann wohl Ich noch freue machen. mich schon auf Herodianas Be Sophronia, wobei Oh? brauchtest du noch gleich Oh, ich meine wollte nicht Hilfe? nochmal mit dir reden. Ich Ich wollte an die erzähle es dir Truhe. nochmal. In einer geheimen Halle in Hogwarts befinden sich einige Rätsel. Ja. Du brauchst Depulso, um einzutreten. Okay. Wenn du sie alle löst, erhältst du Das müssen wir ja Herodiana Byrnes aufsehen. charakteristisches Gewand, das ich so gern einmal sehen würde. Wieso kann ich denn nichts skippen? Danke. Ich wollte nur an diese Truhe. Ach, nur um zu lernen, dass unsere Ausrüstungsplätze voll sind. Mal wieder. Was können wir denn hier tun? Dann weg damit. Wir müssen unbedingt mal wieder nach Hogsmeade und Sachen verkaufen. Es gibt viel zu wenig Ausrüstungsplätze. Das ist ein bisschen nervig.
Wow, wir haben einen Hut bekommen. Wundervoll. Wenn ich Saatgut brauche, gehe ich immer. Der hat natürlich jetzt den anderen Quest angenommen. Als Markierung. Wir wollen aber das mit Deek weitermachen. Depulso, Meisterin. Ich finde Depulso gar nicht so. Ach, ich weiß nicht. So wichtig als Zauberspruch. Ich finde ihn uninteressant irgendwie. Ich meine, klar, das ist ein Zauberspruch, aber. Eine Meisterin deswegen sein. Mal sehen, was das für Rätsel sein werden. Aber erst im Raum der Wünsche. Deek? Ah, Deek ist so froh, Sie zu sehen. Deek ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Deek hat sowas schon mal gesehen. Deek nennt es einen Schnappsack. Okay, gut, dass er uns nicht mit reinziehen kann. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat, dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Bild im Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Vielleicht sind die Tierwesen bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Deek auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Deek zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Ja, bitte. Wieso haben die Elfen eigentlich keine normalen Kleidungsstücke? Na gut, da war doch irgendwas mit Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Deek, wenn Sie bereit sind. Wir gehen gleich sofort. Ich will nur ganz kurz, wir haben noch was zum Inspizieren. Okay, was ist das denn für eine Maske? Ui, ganz dramatisch unterwegs. Okay, die können wir eine Weile aufbehalten. Die stört mich gar nicht so sehr. Und das, Expelliarmus, Schaden erhöht, aber unser anderer ist besser. Unser anderes Paar Handschuhe, so. Okay, dann können wir jetzt mit Deek weiter. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Oh, wenn wir fragen können, klar. Ach so, wow, da waren nur zwei Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt, Deek liebt Ausflüge. Okay, dann gehen wir jetzt auf das Gelände. Können wir unser erstes Tierwesen jetzt direkt mit ihm fangen? Ich hoffe, es ist irgendwas Niedliches. So wie diese kleinen Dodo-Vögel, die wir gesehen haben hinter dem Zaun beim Unterricht. Das war eine dunkle Zeit in Deeks Leben. Deek diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Deek hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deek zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Ach, das sind echt diese Knuddelmuffs hier. Das sind das die ersten, die wir fangen werden? Wir sind da. Deek liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Warum sollen wir ihn denn überhaupt fangen? Haben wir irgendeine Verwendung? So, der Schnappsack. Mit dem Schnappsack werden magische Tierwesen gerettet. Drücke auf T, gehe zu deinem Schnappsack, ziehe ihn auf dein Zauber-Set. Okay. Ah, ist also sowas wieder. Ui. Aber wie genau retten wir ihn damit? Wo landen sie denn? Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Deek weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Deek ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Deek empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön, wo finde ich einen? Deek weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Deek hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Deek wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Ja, wir können ruhig direkt dahin gehen. Oh, auf Wiedersehen, Deek. Gut, dann triff dich mit Deek beim Jobberneu-Lebensbaum.
Machen wir mal unseren Besen raus. Oh, Quatsch, knapp. So. Ich frag mich nur genau, inwiefern sie bei uns sicherer sind. Also sicherer auf jeden Fall, wir tun ihnen ja nichts an, wie die Wilderer. Aber sie landen in einem Beutel. Ist das wie in dem Film, dass sie da drin landen und dann ist das so eine kleine Extra-Dimension oder Welt, wie man es auch nennen mag, wo sie drin sicher sind? Ich hoffe ja, aber was fangen wir denn mit den Tierwesen an, wenn wir sie im Besitz haben? Die müssten doch eigentlich sicherer draußen sein. Sie müssen ein besseres Leben haben draußen. Weiß es nicht? Hallo, Deek. Machen wir weiter? Ja, gut. Deek hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Deek hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Oh, perfekt, Levioso haben wir ja schon. Was, wenn ich keine Tierwesen finde? Was, wenn ich im üblichen Lebensraum keine Tierwesen finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim. Suchen sie in der Nähe oder warten sie einfach, bis sie zurückkommen. Okay, und irgendwelche Tipps? Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Levioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Verwenden Sie diesen Zauber, wenn Sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Okay, Levioso, das müssen wir uns merken, dass wir das immer ausrüsten, wenn wir irgendwas mit Tierwesen machen. Wie war es für einen Wilderer zu arbeiten? Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Deeks Herr war nicht nett zu Tierwesen. Oder zu Deek. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Als Trankzutat, Arbeitstier und... Mehr will Deek nicht sagen. Aber Deek ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. Der arme Deek. Muss sehr grauenvoll sein, wenn man gezwungen wird, dazu Dinge zu machen, die man überhaupt nicht möchte. Dann rette ich mal einen Jobberknoll. Viel Glück! Deek wird hier warten. Ich würde Deek wirklich gerne richtige Kleidung geben. Es ist ja grauenvoll, dass sie so rumlaufen müssen. Lebensräume der Tierwesen können an verschiedenen Orten in der Welt gefunden werden. Ja, das haben wir schon öfters mal gesehen. Hier waren wir tatsächlich auch schon mal. Und ich fand die niedlich, als wir sie gesehen hatten. Ich dachte, ich habe aus Versehen jemanden getötet. Also einen von denen. Oh, das war nicht T. Ich drücke dauernd die falschen Tasten in diesem Spiel. T. Levioso. Levioso. Und jetzt komm her. Dennis. Ich passe auf dich auf. Aber wir haben nur einen mitgenommen. Einfach die Familie. Von der Familie getrennt. Einfach zurückgelassen den Rest. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich habe einen Jobberknoll. Deek hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Deek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Mondkälber? Deek trifft sie dort. Okay, also noch eins. Bye, Deek. Wie weit ist das entfernt? Ach, das ist ja überhaupt nicht weit. Ich will trotzdem mal den Wesen. Wenn wir schon damit liegen können, müssen wir es ausnutzen. Also ich glaube, Mondkälber haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Oh, hier gibt es sogar eine Flohflamme. Erstmal aktivieren. Okay. Hallo, Deek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Oh. Okay, dann, ich meine, wir kennen zufällig eine Zeitbeschleunigungsmethode. Die nennt sich Warten mit unserer Karte. Aber das kann er ja natürlich nicht wissen. Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Deeks früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Deek hat es am besten getroffen, da Deek nach Hogwarts kam. Deeks Freunde hatten nicht so viel Glück. Oh, wo sind sie denn gelandet? Oh, das können wir nicht fragen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb.
Deke wartet auf ihre Rückkehr. Dann spulen wir mal die Zeit vor, was wir eigentlich nicht können sollten. Ach so, das wurde uns gerade sogar oben gesagt als Tipp. Gut, dass wir es vorher so rausgefunden haben. Ach, jetzt hat er plötzlich eine Brille. Ja, immer diese Lesebrillen, wenn man alt wird. Oh mein Gott, die sehen gruselig aus. Leviosa! Komm her. Leviosa ist wirklich hilfreich. Oh, nicht abhauen, komm her. Das glaubt Professor Howe nie. Okay, die sehen irgendwie verstörend aus, diese riesen Augen, dieser Hals. Wie so ein Lama. Ein Lama mit großen Augen. Der halbe Kopf ist nur Auge. Huch, guten Tag. Es war schwieriger zu fangen als die anderen, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Okay, so schwierig war das jetzt auch nicht. Heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Wir können tanzen. Deke schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Deke wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Okay, dann bringen wir sie jetzt dahin. Können wir sie im Raum freilassen? Gibt es da so einen extra Bereich dann? Das wäre cool. Das wäre mega, wie so ein kleiner Streichelzoo zu Hause. Gehen wir mal zurück zum Raum der Wünsche. Ich bin mittlerweile doch ganz dankbar dafür, dass wir diese Karte haben mit dem Teleportieren. Ich habe am Anfang gesagt, wir werden die nicht so oft benutzen, aber ich glaube, hin und her laufen wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Fall jedes Mal. Das sind ja immer so lange Wege. Da machst du einen Quest und plötzlich musst du 500 Meter weiter nach rechts. Oder nach oben, nach unten, überall hin. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Diese Frau ist so nervig, dieses... Immer wenn wir irgendwo angekommen sind, redet sie mit uns und das sind immer nur dieselben gleichen drei Sprüche. Vielleicht mal ein vierter, wenn sie einen guten Tag hat.